Heute sind wir zu Gast in der Zentrale der Österreichischen Post AG mit dem Schwerpunkt Logistik und Handel, wo wir wieder tolle Beispiele österreichischer Unternehmen vorzeigen können. Besonders freuen wir uns auf unseren Stargast, Randy Lewis, ein Vorkämpfer für Inklusion am Arbeitsplatz. Hiring people with a disability is an idea whose time has come. There are enough examples out there that prove that people can do the job if they're given the opportunity. Die Post hat dieses Event unterstützt, weil wir der Meinung sind, dass es nicht ausreichend ist, einfach nur Quoten zu erfüllen. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir allen Menschen da draußen eine faire Chance geben, in unseren Unternehmen zu arbeiten. Unternehmerische und soziale Verantwortung sind keine Gegensätze. Im Gegenteil, sie sind sinnstiftend und wirken gemeinsam. Nur als Team können wir erfolgreich sein. Wir stehen in der Gesellschaft am Anfang erst mit dem Thema. Die größte Herausforderung ist, die Barrieren im Kopf abzubauen. Die Sorgen und Ängste von Mitarbeitern und Führungskräften anzuhören, sie zu trainieren, sie zu sensibilisieren, das war eine Herausforderung. Es macht unsere Teams in den Filialen, wo wir Menschen mit Behinderung haben, noch erfolgreicher. Also IKEA hat aus unternehmerischer Sicht einen Gewinnzuwachs, der beispiellos ist in diesem Bereich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir durch die Maßnahmeformen und die Fördergelder, die wir vom Staat bekommen, mehr Menschen anstellen können. Das bedeutet, dass wir viel mehr helfende Hände haben, als es üblich wäre. Wir haben uns mit dem Thema intensiv befasst, in dem Sinne, dass wir uns überlegt haben, welche Art von Behinderung passt zu uns. Und ich denke, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, dann kann man dahingehend sehr viel bewirken. Behinderung wird oft als eine von vielen ferner liefen Diversitätskategorien gesehen. Ich setze das Thema ein bisschen anders an. Ich schaue mir Behinderung in seiner diversen Vielfalt an, weil es ist ein Thema, das uns alle betreffen kann. Die Kernbotschaft, die ich von heute mitnehme und auch in meine Organisation tragen werde, ist, auf die besonderen Fähigkeiten zu schauen und in den Organisationen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Personen gut integriert werden können. Wir haben Personalverantwortliche gefragt, wieso sie keine Menschen mit Lernschwierigkeiten in ihren Betrieben anstellen. Die Antworten diesbezüglich war, wir kennen diese Menschen nicht, wir wissen nicht, was sie können und es kommen nie Bewerbungen von solchen Menschen zu uns. Das, was ich heute mitgenommen habe, ist, mutig in die richtige Richtung zu gehen und wenn es auch nur kleine Schritte sind, bewegt etwas, verändert etwas und löst hoffentlich ein Schneeballsystem aus. Und ich freue mich, dass ich Teil dieses Schneeballsystems sein kann. Given what I know about Austria, it's a close-knit country, it's focused, it's a innovation center, especially in the world of logistics. There is no reason why Austria couldn't embrace this and become the world's center from which all the world will come to see how to make this happen.